wirklich weit weg. Und dabei ist der wahrscheinlich teuerste Freizeitpark in Deutschland, ja, mit 7 Milliarden Mark hat er damals gekostet, der Schnelle Brüter. Das Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist. Und vor ziemlich genau 30 Jahren wurde das endgültige Aus verkündet. Vorausgegangen war ein jahrzehntelanger Streit, der Dorfgemeinschaften entzweit und Existenzen tatsächlich zerstört hat. Welche Ansicht haben Sie denn hier zu der Demonstration überhaupt und zu dem Kraftwerk? Dafür, dagegen? Nur dafür. Man arbeitet da, kann ich ja nicht dagegen sein. In den 70er Jahren waren das die langhaarigen Spinner. Damals waren wir Außenseiter, ganz klar. Radikale werden erwartet, Chaoten, denen es nicht um die Atomfrage geht. Man wurde da kurz hinter Baader und Meinhof wurden wir eingestuft. Es gibt sicherlich eine breite Bevölkerungsschicht, die aus irgendwelchen mehr animalischen Gesichtspunkten Angst vor der Kernenergie hat. Gemeint sind auch Leute wie er, Bauer Josef Maas aus Kalkar-Hönnepel, konservativ, katholisch, doch nur äußerlich ein Gegenpol zu den meisten Anti-Atom-Demonstranten. Ich hätte so nicht laufen dürfen zu Hause, ne? So im Vergleich jetzt mit oder ihr mit langen Haaren und ne, wie die früher so rum. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt so sollen. Aber da ging es für ihn nicht um das Aussehen oder um, ne, wo jemand herkommt, wie jemand ist. Diese Leute, die sicherlich nicht äußerlich sein Idealbild entsprochen haben, aber die waren voll auf seiner Seite und haben dieselben Ziele vertreten. Und das war ihm wichtig. Ich glaube nicht, dass eine Generation schlechter sein kann als die, die sie herangezogen hat. Was zieht den alteingesessenen Landwirt zu den jungen linken Demonstranten? Eine bittere Erfahrung, ausgerechnet mit seiner Kirche. Als er sich weigert, Land an die Brüdergesellschaft zu verkaufen, setzt ihn der Bischof als Kirchenvorstand ab. Er war ja auch enttäuscht, sodass er von sich aus gesagt hatte, ich gehe nicht mehr in diese Kirche, wo ich Kirchenvorstand war, sondern ist sonntags zur Messe über die Rheinseite nach Rees gefahren. Das besagt aber nicht, dass ich deswegen meinen Glauben an die katholische Kirche, an unseren Herrgott verloren hätte. Der Protest gegen den Brüter spaltet die Dorfgemeinschaften. Freundschaften zerbrechen. Man ging nicht mehr in die Gaststätte, wo man sonst hinging, ne, weil dort eben sich da Leute auch schon gespalten hat. Man ging nicht mehr zum Schützenfest, wo man immer hingegangen ist, wo man viel Spaß gehabt hat mit einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft. Man hat sich von Nachbarn distanziert, ganz klar auch ein Abbruch der Kontakte hat das hervorgerufen. Es gab Spenden von der RWE für die Renovierung der Kirche. Es gab Zuschüsse für Vereine, man versuchte ja auch einnehmend zu sein. Doch der Protest geht weiter und er mündet sogar in die Gründung einer neuen Partei, die Grünen. Thomas Felten und Hermann Brendig sind von Anfang an dabei. Und noch ein dritter alter Bekannter. Bauer Maas war ja nicht ohne Grund der erste Landtagskandidat. 1980 haben wir die 5%-Hürde ja noch nicht überschritten, aber Bauer Maas war Nummer 1 auf der Reserveliste der Grünen in NRW. Maas bleibt Symbolfigur im Kampf gegen den Brüter. Doch bald muss er die nächste Niederlage verkraften, diesmal vor Gericht. Tschernobyl und Fukushima sind da noch weit weg. Das Gericht hält es für so wörtlich praktisch ausgeschlossen, dass es bei einem Flugzeugabsturz oder einem Erdbeben zur Zerstörung des Reaktorsystems komme. Niederlagen und Anfeindungen zermürben Josef Maas immer mehr. Mitte der 80er entscheidet er sich wegzuziehen. Den Hof seit Generationen im Familienbesitz gibt er auf. Er ist schon auch gesundheitlich dadurch angeschlagen gewesen und auch finanziell natürlich, ne, hat ihn das sehr angeschlagen. In den letzten Jahren sind Fortschritte im Genehmigungsverfahren praktisch nicht erzielt worden. Am 21. März 1991 verkündet Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber das Aus für den längst fertiggestellten Reaktor. Familie Maas erfährt davon in ihrer neuen Heimat im Kreis Lippe. Als wir die Nachricht so gehört haben, weiß ich noch so die Reaktion. Mein Vater war sehr, sehr überrascht und ne, so ein bisschen unglaubwürdig in dem ersten Moment wahrscheinlich bei ihm. Und bei mir war das so, dass ich so gedacht habe, Mensch, und dafür
sind wir jetzt umgezogen. Bauer Josef Maas kehrt erst zur letzten Ruhe dorthin zurück, wo alles angefangen hat. 2008 wird er in Hönnepel begraben, in Sichtweite des Brüters, der auch durch seinen Kampf nie ans Netz ging. Soweit die Geschichte aus Kalkar. Das Wetter für die kommenden Tage.